willkommen. Es ist wunderbar, hier zu stehen und ich freue mich außerordentlich, dass die IWF Deutschland uns die Möglichkeit heute schenkt, unsere 20. Prädikatsvergabe in deren Räumlichkeiten feiern zu können. Ich begrüße ganz herzlich Frau Martina Pilderitz, die Vorsitzende der Geschäftsleitung der IWF Deutschland GmbH, General Managerin von DACH, und wer es nicht weiß, was ein DACH ist, weiß es jetzt. Langweilig, das ist Deutschland, Österreich und die Schweiz. Jetzt wisst ihr, was ein DACH ist. Herrn Scholz, den Direktor Human Resources, auch von dieser Region, das zweite DACH sozusagen. Und Frau Menges, auch IWF in Deutschland. Diversity and Inclusion Leader, Deutschland, Schweiz. Ich begrüße sehr herzlich Christiane Fliede-Hoffmann, Senior Researcher am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln und Mitglied der Jury von Total Equality. Ich begrüße natürlich ganz herzlich unsere engagierten Funktionsträger und Funktionsträgerinnen, also Vorstand und Beirat. Ich begrüße natürlich auch Mitglieder der Jury. Und dann willkommen natürlich auch die Diskutanten an der Podiumsdiskussion, die ich später nochmal vorstellen werde, Herrn Professor Dr. Burisch, Frau Dr. Herpers und Frau Professor Dr. Martina Schraudner und den Moderator Herrn Giesling. Dann möchte ich unbedingt noch erwähnen, weil es wunderschön ist und erstmalig auf diese Weise heute sich vollziehen wird, Frau Dr. Woltmann und Frau Feldmann, Marisa Feldmann, die uns zum Schluss dieses heutigen Tages zeigen werden, wo die Reise hingeht im nächsten Jahr, denn sie sind dann bei der Stadt Dortmund diejenigen, die die nächste Prädikatsveranstaltung ausrichten werden. Tja, 20 Jahre. 20. Prädikatsvergabe. Das ist ja immer bei solchen Dingen da, dass es näht ein, dass man erst einmal zurückblickt und dass man dann schaut, wo man ist und daraus leitet man dann ab, wo man hin will. Am liebsten würde ich nur darüber reden, wo ich eigentlich hin will, oder wo ich denke, dass Total Equality hin sollte. Aber ich will schon ein bisschen was zur Entstehung sagen und auch zu mir selber. Hier stehe ich und ich kann nicht anders. Ich denke, die meisten von Ihnen kennen diesen berühmten Ausspruch. Und ich will ihn gerne so weit für mich verwenden, weil das Thema Chancengleichheit mein Leben nachhaltig geprägt hat. Und zwar schon von sehr jungen Jahren an. Ich war, naja, meine Eltern hätten gesagt, ein sehr wildes Mädchen, unangepasst, ein bisschen verrückt. Und deswegen habe ich ganz früh die große weite Welt gesucht, also mit 21 Jahren hatte ich ein UN-Stipendium nach Indien. Mit 22 Jahren bin ich ausgewandert nach Kanada. Und dort war ich die erste Frau in der Graduate School. What are you studying? I said, economics. What do you mean, home economics? Und wenn im Paradigma der Menschen nicht vorhanden ist, was nicht vorhanden sein soll, dann ist das natürlich so, dass das außerordentlich prägt. Und mich hat das in dem Moment so geprägt, weil ich sagte, es kann doch nicht sein, dass ich das einzige Mädel in der Volkswirtschaft bin. Und dann, natürlich hatte das für eine junge, nicht ganz unattraktive Frau den Charme, du hast 14 Männer, wir waren zu 15 in dem Jahrgang, du hast 14 Männer, mit denen du flirten kannst. Gute Auswahl. Attraktive Männer. Und es hat einfach diese Kehrseite ganz ernst zu nehmen, A, dass ich lernte, dass ich nicht lerne wie die Männer, die Einsamkeit des Lernens, und ich lernte,
dass dies keine gesunde Situation ist, wie man sich auch im universitären Umfeld ein Umfeld wünscht. Also habe ich damals beschlossen, und ich sage es auf meine flapsige Art, und wenn ich dann mal groß bin, tue ich was. Okay, ich wollte mit meinem Studium Karriere bei der Weltbank machen. Es kam ganz anders. Ich bin in dem am Nabel der Welt in Bad Kissingen gelandet. Aber dort, weil die Großindustrie in Schweinfurt hätte, hätte ich nicht realisieren können, aus Gründen, die wir mal dahin stellen, habe ich ein Unternehmen gegründet. Und dann habe ich das gemacht, was ich wollte. Ich habe erstmal nur Frauen eingestellt und dachte mir, das ist ja prima, du kannst gestalten. Wir sind hier bei einem technischen Großhandel heute mit etwa 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und habe halt bei null gewurscht. Und dieses 5 Jahre lang, da waren wir dann 20, 25 Frauen, um dann schon zu erkennen, dass natürlich, wenn man ideologisch besetzte Wege geht, und das war ja dann, wenn du nur Frauen hast, ist es ja auch wieder diskriminierend, dass dies natürlich auch nicht die richtige Lösung ist. Aber ich wollte doch zumindest in diesem Biotop Bad Kissingen mal beweisen, dass es eben auch anders geht. Und es ging ja auch anders. Aber es hat nicht dazu geführt, was ich hoffte, dass ich Nachahmer finden würde. Sondern man hat uns belächelt und gesagt, na schauen wir mal, bis wann die pleite gehen. Weil eben nicht sein soll, was nicht sein darf. Und erst als Jahre später, als auch die Struktur des Unternehmens anders war und wir ja viele Auszeichnungen unterschiedlicher Art bekommen haben, wurde dann klar, also offensichtlich gibt es ein paar Sachen, die machen die doch richtig. Aber es bleibt halt, so ein mittelständisches Unternehmen ist eine kleine Einheit und eine Gesellschaft, schon wie Deutschland, hat 3 Millionen Betriebe und besteht aus 80 Millionen Gesellschaft und Chancengleichheit ist eines der wichtigen gesellschaftspolitischen Aufgaben, die wir hier im Lande gemeinsam bewältigen wollen und gemeinsam die Zukunft mit beiden Geschlechtern gestalten wollen. Gut, also wusste ich, so kommt wird mein Jugendtraum auch nicht wahr, sondern ich muss mir dann schon anderes einfallen lassen. Und ich will jetzt bringen, da habe ich schon das eine oder andere versucht, auf eine absolut denkwürdige Tagung in Como in Italien 1994. Da ging es um Chancengleichheit. Ich will, naja, Sie haben ja schöne Bildchen, aber ich will jetzt das Logo nochmal hochhalten. Ich komme in diesen Konferenzraum und sehe dieses Logo und habe alles jetzt plötzlich vereinigt, wovon ich auch träumte. Denn, in einem Satz gesagt, Qualitätspolitik ohne Chancengleichheit ist keine Qualitätspolitik. Und das Q ist das Q für TQM, für Qualitätsmanagement. Das an dem Schenkel des Q, das E integriert ist, für E-Quality, zeigt, dass die Mädels die Treppe hochlaufen im Qualitätsmanagement zur Chancengleichheit und das 1994 bereits im Hintergrund die Sterne von Europa sind, war für mich so überzeugend, dass ich, und an diesen Tagen ist der Wunsch entstanden zu Total Equality und wie er realisiert wurde, werde ich gleich erzählen. Aber ich war so begeistert von diesem Logo, das da an der Wand projiziert war, dass ich wenig später, ich glaube 94, 95, dem italienischen Designer das Logo abgekauft habe. Und es ist damit unser Logo geworden. Und es ist auch, und das ist ja das Schöne, auch ein IBM-Logo ist eben etwas, das erkennst du mit geschlossenen Augen. Ja? Und auch dieses Logo, wenn man es einmal jetzt, wenn man es einmal so versteht, kann man es immer verstehen. Und auch fast 20 Jahre später hat es immer noch diese Ausstrahlung. Es hat diese europäische Komponente, da will ich jetzt nicht verstärkt drauf eingehen, viele Versuche, die Initiative ja auf die europäische Ebene zu heben, sind deswegen sehr schwierig, weil die Ausgangssituationen und die politischen Rahmenbedingungen in den Ländern unterschiedlich sind. Aber gut, also konzentrieren wir uns auf Deutschland. Warum ein solches Prädikat?
Man hätte ja schon damals schreien können, und zum Schreien komme ich dann später nach Kote. Hätte man damals ja schon machen können. Denn damals war die Ausgangsposition ja noch so viel schlechter. Und wir sagen können, naja, wie verändern die jetzt die Welt, und wie schauen wir, dass die Mädels da in die Führungspositionen kommen? Rufen wir halt nach dem Gesetzgeber. Das wollen wir nicht. Und jetzt will ich Ihnen mein Grundcredo, das ich in dem Gremium, das damals als informeller Arbeitskreis zunächst dran gearbeitet hat, die Total Equality aussehen sollte, ich Ihnen meine Credos teilen. Und ich verhehle nicht, dass ich dies gerne tue und sie gleichzeitig mit wirklich existenziellen Fragezeichen versehen muss. Also, das Grundcredo, nach dem ich persönlich lebe, dass ich sage, ich bin auch unabhängig von meinem Alter lern- und einsichtsfähig. Und diese Einsichtsfähigkeit bezieht sich natürlich auf alle Themen des Lebens. Es geht ja nicht nur um Lernen, um Fachfragen, um professionelle oder organisatorische Prozeduren, sondern es geht viel fundamentaler auf einer metaphysischen Ebene um die Frage, wer wollen wir sein und wie wollen wir leben, und das für beide Geschlechter. Und da habe ich eben wirklich diese absolut starke innere Überzeugung, für die ich andere entflammen konnte, dass eben nicht nur das Individuum diese Lernfähigkeit hat, diese Einsichtsfähigkeit, sondern dass dies einfach übertragbar ist auf Organisationen. Man nennt das in der Fachsprache organisationales Lernen oder Kompetenzentwicklung. Das ist schön und gut. Wenn man das so denkt und überzeugt ist, dass es sich verwirklichen lässt, kann man sagen, man will das Thema Chancengleichheit dann in der Tat sich entfalten sehen auf dieser Ebene, dass man durch Lernen zum Erfolg, den Erfolg krönen durch Prädikate, also durch das, was man im familiären Kontext macht mit Lob, Anerkennung, dies übersetzt eben auf die Ebene der Organisationen, wobei ich, das möchte ich auch gerne erwähnen, in unserem Kreis eben schon vor fast 20 Jahren, ganz klar haben wir alle dafür votiert, dass es nicht ein Prädikat alleine für die Wirtschaft sein soll. Denn, wiederum zurück, wenn denn die Frage der Geschlechterrollen eine Grundfrage der Gesellschaft ist, dann kann ich auch nicht nach einem Prinzip etwas vorbereiten, was ausschließt, sondern dann muss das Ansinnen zutiefst sein, zu inkluieren, also einzubeziehen, und das für möglichst alle Organisationen dieser Gesellschaft, also jetzt machen wir ganz primär Wissenschaft, Wirtschaft, aber neben der Wirtschaft die Verwaltungen, die Städte, die Rundfunkanstalten, also alle anderen Organisationsformen, die es auch gibt, mit einer ganz kleinen Einschränkung, dass die Größe natürlich einer Organisation so sein muss, dass nachhaltig und nachweislich Chancengleichheitspolitik betrieben wird. So. Dieses Grundprinzip, dachte ich, gilt eben, oder diese Überzeugung gilt nicht nur für Frauen, sondern diese Überzeugung wird auch für beide Geschlechter so nachhaltig gelten, und dann möchte ich heute doch schon auch zumindest ein gewisses Fragezeichen machen. Okay, wir sind dann so losmarschiert und haben dann eben ein Prädikat geschaffen. Auch dazu, zu dieser Lernfähigkeit, gehörte auch unsere Überzeugung Vertrauen. Ich halte auch das wieder für eines der Grundprinzipien menschlichen Zusammenseins, auch der Organisation. Und deswegen haben wir, anders als die im gleichen Zeitraum sich entwickelnde das Audit Beruf und Familie, sind wir den anderen Weg gegangen und haben gesagt, wir schaffen ein Prädikat auf der Basis Vertrauen, will sagen, die Organisationen, die sich bewerben wollen, können es selbst beantworten. Und wir vertrauen
auf die Richtigkeit. In diesem Punkt möchte ich jetzt mal wirklich nicht nur den hier Anwesenden, sondern allen danken. Es ist noch nie betrogen worden. Und immerhin, noch nie. Nur weiß ich nicht, weil wir ja nicht in den Organisationen selbst sind und eben nicht auditieren, ob mal vielleicht jemand geschummelt haben könnte. Aber ich möchte schon sagen, dass dieses Grundprinzip, dass man Dinge verändern kann, auch wichtigere Dinge, auf dieser Basis Vertrauen möglich ist. Das finde ich nachhaltig ermutigend. Wo sind wir heute? Nicht über das Detail des Prädikats, da brauche ich nicht Eulen nach Athen tragen. Sie kennen die Fragebögen, sie sind alles ausgezeichnete Organisationen. Wir haben jetzt eben 20 Prädikate vergeben. Genau 17 Jahre gibt es den Verein Total Equality, sodass man rechnerisch weiß, in ein paar Jahren haben wir zweimal Prädikate vergeben. Wir haben über 500 Prädikatsträger. Das kann man sagen, das ist ja schon eine ganz schöne Zahl. Es hat sich auch sehr schnell gezeigt, das hätte ich nicht so vermutet, dass die größten der Unternehmen wahrscheinlich auch deswegen, weil sie eben Strukturen haben in den jeweiligen Organisationen, die eine Umsetzung von Chancengleichheitspolitik erleichtern, dass die größeren Organisationen, auch die DAX-Unternehmen, relativ schnell auf diesen Zug aufgesprungen sind. Es hat sich gezeigt, dass die Wissenschaft sehr stark sich an dem Prädikat orientiert hat und wir freuen uns sehr, dass wir viele Wissenschaftsorganisationen auszeichnen konnten. Aber es hat sich halt gezeigt, dass wenn in einer Gesellschaft 3 Millionen Betriebe, nehmen wir die größeren, haben wir vielleicht nur noch knappe Millionen oder nur ein paar Hunderttausend, aber ist doch dann noch ein sehr weiter Weg zwischen dem, was wir auszeichnen konnten, auch das, was ich erwartet hätte. Ich hatte wirklich mal vielleicht ein bisschen zu optimistisch, vielleicht sogar naiv optimistisch gehofft, es gibt einen Flächenbrand. Und ich hätte vor fast 20 Jahren geglaubt, als ich abzeichne, dass die Bildungsgrade der Frauen ja denen der Männer ebenbürtig sind und damit von dieser Seite der Grundvoraussetzung, was Frauen erreichen können müssten, keine Diskriminierungen möglich wären. Und trotzdem konnte man über die Jahre, selbst wenn man unterstellt, es dauert über 20 Jahre im Schnitt für eine Top-Führungsposition, hätte man rechnerisch zu völlig anderen Zahlen kommen müssen. Also ist es nicht so gekommen. Und mit dem Blick auf die Uhr sind wir heute an einer Situation, wie, und das muss ich Ihnen auch nicht sagen, wir vehement diskutieren, was braucht man denn jetzt eigentlich? Müssen wir jetzt doch die Quote haben und wenn ja, warum? Oder brauchen wir sie nicht? Ich werde lebenslänglich an die Einsichtsfähigkeit der Menschen und der Organisationen glauben, das reicht mir nicht aus. Selbst wenn ihr hier vehement auf mich einschlagt mit Quoten, ich bleibe dabei. Aber es ist natürlich eine Ultima Ratio, ein Gesetzgeber, und den muss man rufen, wenn eine Gesellschaft insgesamt sagt, wir kommen so nicht weiter. Und wenn die kollektiven Ziele dann so weit dominieren, dass letztlich derjenige, der mit seiner Stimme wählt, die Entscheidung mitfällt. Was mich sehr stört, und das darf will ich nicht verhehlen, ist, wenn eine Quote für die Aufsichtsräte der 30 DAX-Unternehmen kommt, dann sind es halt 30 DAX-Unternehmen. Und das ist eben, auch wenn diese viele Mitarbeiter haben, es ist ein Bruchteil von diesen knapp 42 Millionen Beschäftigten in Deutschland. Nicht repräsentativ, die Verfechter können sagen, Signalwirkung. Okay, aber auch eben nicht mehr. Wenn es aber wirklich um die Transformation geht einer Gesellschaft, bei dem auch der Mittelständler in Unterfranken, wir haben das so ein bisschen getestet letztes Jahr und ich war einer Depression nahe, begreift, was der Begriff Chancengleichheit heißt. Und es nicht nur begreift als Begriff, sondern das handlungsleitend verstehen will. Ja, da haben wir noch viel zu tun. Also, ich komme zum Schluss.
Wer tut was? Also, irgendwelche Leute von euch auch wollen Quote. Also das lassen wir als Option und ich plädiere jetzt dafür. Jeder von diesen wunderbar auszuzeichneten Prädikatsträgern geht nach Hause, macht es wie schon der Adenauer wollte, bringt einen seiner Lieferanten und einen seiner Kunden und verkündet die frohe Botschaft. Total Equality. Macht glücklich und erfolgreich. So in einem Satz kurz zusammengefasst. Ich appelliere dazu, dass endlich mal die IHK, die wir in diesem Lande haben, die nun wirklich die Pflicht mit von uns haben wollen, endlich auch diese frohe Botschaft mal verkünden. Dafür sind sie da und dafür kriegen sie Geld von uns. Das tun die aber nur bedingt. Also baggert doch mal eure Hauptgeschäftsführer in unterschiedlichen Regionen an. Und last but not least gehören die Landräte, die Oberbürgermeister und die Politiker und nicht nur die Frauenministerien auch dazu, weil jeder wissen muss, wir treiben eine Gesellschaft, eine Multi-Optionsgesellschaft in eine Zukunft, bei der beide Geschlechter gestalten wollen. Mehr habe ich jetzt nicht zu sagen. Frau Köhlerin, Sie haben das Wort. Equality-Prädikatsvergabe 2013. Ich heiße hier bei uns in Ehingen ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie den Weg hierher gefunden haben und dass Sie heute hier hoffentlich einen spannenden, gemeinsamen, interessanten Tag haben werden. Chancengleich, wie Sie es ja schon sehr emotional eingeführt haben, liegt natürlich auch uns bei der IWM schon seit vielen, vielen Jahren, seit vielen Jahrzehnten am Herzen. Zum einen, weil natürlich unser Bestreben immer ist, die besten Talente zu identifizieren, aber auf der anderen Seite, wenn wir nach vorne schauen, auch in unserem Business, wir natürlich auch die Vielfältigkeit in der Mitarbeiterschaft haben wollen, in die Märkte, die wir rund um den Globus bedienen, eben auch dort Chancengleichheit zu haben, wenn wir mit unseren Kunden und mit unseren Geschäftspartnern zusammenarbeiten. Ich möchte ganz gerne die Minuten, die wir hier gegeben sind, nutzen, um den Bogen vielleicht auch etwas weiter zu spannen, nach vorne zu schauen. Welche Veränderungen sehen wir heute? Und wenn wir auf die Märkte von morgen schauen, welche Entwicklungsmöglichkeiten sehen wir natürlich für uns als Unternehmen? Aber vor allem, wo sehe ich eigentlich auch Entwicklungsmöglichkeiten, wie in dem, was vor uns liegt, vielleicht dieses natürliche Verständnis der Chancengleichheit sich rasanter und schneller entwickeln kann. Denn eins muss ich schon auch sagen aus unserer Warte, bei allen Bestrebungen, die auch wir in unserem Unternehmen getan haben, die wir in unserer Branche getan haben, die wir als Gesellschaft getan haben. Wir sind unterrepräsentiert in Deutschland, was Frauen in relevanten Bereichen unserer Wirtschaft betrifft, in relevanten Bereichen. Es ist halt nun mal der Maschinen- und Anlagenbau als die größte Branche. Das ist die IKT-Branche als die zweitgrößte Branche. Und ich bedauere es natürlich ganz besonders, denn ich habe irgendwie über 25 sehr, sehr spannende Jahre mit der IWM verbracht in der Branche. Das ist auch bei uns in der Branche nach wie vor viel zu wenige Talente gibt, weibliche Talente gibt. Und wir sprechen hier natürlich nicht immer nur von Frauen in Führungspositionen, sondern auch von Frauen, die in relevanten Fachaufgaben, bei uns auch natürlich in relevanten technischen Professionen ihre Chancen sehen, aber vor allem eben auch bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Also von daher liegt es mir natürlich ganz oben dran als meine Key-Aufgabe in meiner Rolle, aber auch durch Überzeugung, durch die vielen Jahre der Berufserfahrung, die vielen unterschiedlichen Positionen, die ich für die IWM ausführen dürfte, dass ich auch daran glaube, es gibt herausragende Chancen und Perspektiven, gerade für Frauen in diesen Branchen. Und die jetzt zunehmende Vernetzung, die Globalisierung, die Digitalisierung, all das, was wir in den letzten 10 Jahren mit einer Vehemenz an Geschwindigkeit gesehen haben, der gerade unsere Branche auch durchaus herausfordernde Aufgaben bietet oder andersrum gesagt, alles, was herausfordernde Aufgaben sind, sind natürlich hervorragende Chancen für die Geschäfte von morgen. Wenn Sie die IT-Branche anschauen, dann sind wir heute natürlich nicht mehr die Branche, die programmiert, sondern wir sind eigentlich heute eine Branche, wo es darum geht, intelligente Lösungen
für wirklich komplexe, herausfordernde Aufgabenstellungen nicht nur unserer Kunden, sondern teilweise der ganzen Gesellschaft zu adressieren. Wir haben uns selber als Unternehmen in den 20 Jahren, wenn ich die jetzt nur mal nehme, von einem doch sehr starken und überwiegend hardware-getriebenen Anbieter heute zu einem Service-Lösungs-Software-Unternehmen entwickelt. Um Ihnen da einen kurzen Eindruck zu geben, lediglich 20% unserer weltweiten Umsätze werden heute noch über die Hardware-Technologie bestritten. Annähernd 50% sind unsere Service-Angebote, die wir mit Kunden haben, und eben stark wachsend in den letzten 10 Jahren der Rest durch unsere Software-Lösungen, die eben zunehmend nicht mehr nur die klassische IT betreffen, sondern eigentlich zunehmend Lösungen sind, die in den Geschäftsmodellen, in den Geschäftsprozessen unserer Kunden stecken. Also die Berufsbilder verändern sich radikal, aber eben auch unsere Arbeitswelt hat sich radikal verändert, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir miteinander lernen, wie wir miteinander arbeiten und letztendlich auch das getrieben durch die IT, nämlich die smarter Devices, die wir alle heute in unseren Taschen haben, in unseren Hosentaschen haben und die auch dazu beigetragen hat, dass wir eben heute die Fähigkeiten, Kompetenzen, Menschen, Prozesse, Technologien auf relativ einfache Art und Weise mit verletzen können. Ich glaube, Sie alle haben es miterlebt und mitverfolgt, wie rasant auch die sozialen Netzwerke, die sich ja gerade mal in den letzten 10 Jahren etabliert haben, wie rasant die eine gesellschaftliche Akzeptanz erreicht haben, aber wie rasant und wie relevant sie sind, wenn ich darüber spreche, wie kriegen sie inzwischen die Arbeitswelt in der Art und Weise, wie wir mit unseren Kunden oder unseren Geschäftspartnern zusammenarbeiten. Also was sehen wir? Es sind die sozialen Netzwerke, es ist die gestiegene Mobilität als Gesellschaft und eben die daraus resultierende Herausforderung oder Chance der Big Data, also der neu entstehenden Daten, die eigentlich unsere Welt nach vorne hin total verändern wird. Sie wird sie für uns als Gesellschaft verändern, aber sie wird sie auch für jedes einzelne Unternehmen verändern in der Fragestellung, was ist meine Geschäftsstrategie in einer so rasant verändernden Welt, was wollen meine Kunden in 10 Jahren und wie stelle ich sicher, dass ich mich darauf einstelle. Nutzungsgewohnheiten aus dem Alltag haben inzwischen mit aller Macht an den Unternehmen angeklopft und Eintritt erhalten. Funktionen wie Facebook oder Twitter haben sich in Unternehmen etabliert. Man ist heute dabei, es in die eigenen Geschäftsprozesse zu integrieren, also es nicht nur so anzubieten, sondern diese Social-Media-Technologien in die Geschäftsprozesse zu integrieren. Wir sprechen hier vom Social Business und letztendlich betrifft es 2 ganz wichtige Elemente, nämlich wie können Sie in einem Unternehmen global vernetzt, hierarchiefrei, besser und schneller kommunizieren. Aber das Zweite ist natürlich auch, wie können Sie in einem Unternehmen Wissen und Erfahrung und Expertise, die Sie haben, eben hierarchiefrei und über die teilweise Fachgrenzen, die im Unternehmen durch die Organisation gegeben sind, wie können Sie eben Wissen und Know-how austauschen. Und wir sehen darin ganz massive Vorteile und Potenziale für uns als IBM, wenn es uns gelingt, unsere 420.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um den Globus so miteinander zu vernetzen, dass wenn ich heute ein Problem mit einem Automobiler hier in Stuttgart diskutiere und ich da eine Frage ins Netz stelle und Ideen bekomme, was wir vielleicht mit einem chinesischen Automobilbauer gemacht haben, das erhöht unsere Produktivität, aber vor allem erzeugt es eben auch eine ganz neue Art von Kreativität und Innovation. Und bin natürlich auch da überzeugt, bei der Art von Zusammenarbeit und bei der Art von Austausch und Kommunikation, dass dann zum Beispiel eben männlich dominierte Unternehmenskulturen schon etwas an den Druckpunkt kommen, weil einfach die Mitarbeiter entscheiden und bestimmen, wie sie sich miteinander austauschen, wie sie miteinander arbeiten, was mir dann letztendlich auch dort sehr klar die Gewissheit gibt, Unternehmen, die diese Offenheit, diese Transparenz zulassen, die werden auch schaffen, dass bestimmte dominante männliche Strukturen durch die Belegschaft unter Druck kommen und eben nicht nur, weil wir eine Quote haben oder weil wir von außen
gesetzte Ziele vergeben. Und der dritte Punkt, letztendlich in der Art, wie man zusammenarbeitet, wie man kommuniziert, wie man Wissen und Know-how austeilt. Ich glaube, auch da darf man sagen, bringen natürlich Frauen mit den Stärken im Sinne von sozialer Kompetenz, medialer Kompetenz, natürlich einen wahnsinnigen wichtigen Element in die Arbeit nach vorne gerichtet rein. Wir sind absolut davon überzeugt als IBM, was übrigens viele unserer Patente und auch dort, wo wir Nobelpreise bekommen haben, es war immer die Mischung des Teams, die der Grundstein des Erfolges war, was natürlich bei IBM nicht nur mal Frau ist, sondern natürlich auch unterschiedliche Religionen, unterschiedliche Kulturen, letztendlich auch zunehmend die Fragestellungen, wie kriegen sie eben ältere, erfahrene Kompetenzen mit junger, moderner Innovationskraft zusammen. Also das heißt auch dort Chancengleichheit im größeren Kontext. Dann on top, soziale Netzwerke bringt auch für Unternehmerinnen natürlich ganz andere Möglichkeiten, ihren Kunden anzusprechen. Ich meine, Sie alle finden es lästig, wenn unsere Inbox, unsere Mailbox mit Spam-Mails und zu viel unattraktives, uninteressantes Marketing vorläuft. Aber wir sind davon überzeugt, heute steht der Kunde in einer ganz anderen Art und Weise im Mittelpunkt eigentlich jedes Unternehmens. Ich würde mal sagen, Unternehmen, die sich noch nicht ernsthaft mit diesem neuen Kunden beschäftigt haben, nämlich einen Kunden im digitalen Zeitalter, die werden über kurz oder lang diese Kunden verlieren, denn der Kunde wird anspruchsvoller. Er gibt mehr Informationen preis, er gibt mehr von sich oder er gibt auch mehr Informationen an das Unternehmen, was er sich vorstellt. Er ist informierter, weil er sich vor Entscheidungen über viel, viel breitere Wege informiert. Und letztendlich bieten eben dann auch die sozialen Medien, die sozialen Plattformen ganz andere Möglichkeiten, mit einem Kunden als Individuum zu agieren und eben nicht mit einer Kundengruppe als Cluster oder eben mit einem Kundensegment, wo man alle über den gleichen Kamm schert. Und ich denke, dass das auf der einen Seite eine tolle Möglichkeit ist, unternehmerische Ideen in einer ganz anderen Art und Weise an den Markt zu bringen, aber dass ich mir sicher bin, dass gerade auf dieser Individualisierung von neuen Produkten, Services, Dienstleistungen viele Frauen auch spannende Ideen und Innovationen haben werden, die sie hier mit einbringen. Also Social Media beeinflusst das Einkaufsverhalten der Verbraucher, es beeinflusst die Entscheidungen und zwar nicht mehr nur im Wochen- oder Monatstakt, teilweise eben auch im Minuten- oder im Stundentakt. Wenn ich heute im Smartphone nach dem Preis schaue und die Information auf meinem Handy habe, kann ich heute bereits Services beziehen, die mir auf dem Heimweg mit sagen, wo ich dann dieses Produkt jetzt auch noch eben schnell abholen kann, weil mir eben der nächstbeste Store angezeigt wird. Und natürlich gerade in der heutigen Zeit müssen wir uns schon fragen, wie viel Daten und Informationen wir wo haben wollen. Was ich nur sagen will, es gibt keinen technischen Grund, dass ich das heute nicht schon alles anbieten könnte. Es ist die Frage, wo nutzen wir welches Innovations- und Kreativitätspotenzial, um uns, jedem Einzelnen von uns, neue Angebote, neue Services zu offerieren, die für Sie eine Relevanz haben. Und natürlich muss dabei immer sichergestellt sein, dass natürlich der Verbraucher auch eine Eigenverantwortung hat in der Entscheidung, welches Wissen und welche Informationen er von sich preisgibt, aber auch welche Möglichkeiten ihm angeboten werden, er auch überhaupt nutzen will. Also so schön auf Neudeutsch gesagt, der Power-Off-Knopf muss es natürlich übergeben. Es darf kein Automatismus daraus entstehen. Und diese Veränderung prägt natürlich ein ganz anderes Phänomen. Ich möchte es hier erwähnen, weil ich da am Ende nochmal drauf zurückkomme. Die Art und Weise, wie wir heute alle miteinander vernetzt sind, wie wir miteinander kommunizieren. Und dazu gehört natürlich die relevante Kommunikation, genauso wie die Kommunikation, die vielleicht nicht so inhaltswertvoll ist, aber sie passiert halt, dass wir zunehmend einen Riesenberg an Daten und Informationen zur Verfügung haben, die eben auch nicht nur von Menschen erzeugt werden, sondern wo ja zunehmend auch Messgeräte, Messpunkte im Netz verbunden sind. Also wir sprechen immer so schön von dem intelligenten Kühlschrank oder denken Sie heute daran,
wie viele elektronische Messpunkte wir in einem Auto haben, wenn wir über das Connected Automobil sprechen. Also Daten werden letztendlich der Rohstoff unserer Zukunft sein. Gab es ja auch in der Vergangenheit schon etliche Artikel, Big Data, das Öl des 21. Jahrhunderts. Wir gehen in eine Wissensgesellschaft und in einer Wissensgesellschaft sind eben Daten und Informationen das, was ein Geschäftsmodell, ein Angebot relevant macht, das, was ein Geschäftsmodell auch ein Unternehmen differenziert von anderen. Und wir haben heute schon hervorragend innovative Projekte, wo wir zum Beispiel mit einer Bäckereikette daran arbeiten, unter der Ausnutzung von Wetterdaten eben das beste Angebot in der Bäckerei zu haben, weil es gibt eine Korrelation, dass Menschen was anderes an der Süßtheke haben wollen, wenn das Wetter schön ist, als wenn das Wetter nicht so schön ist. Um das als einfaches Beispiel. Der zweite große Treiber, natürlich die Mobilität. Lassen Sie mich da ein paar Zahlen, Daten, Fakten mit Ihnen tauschen. In 2012 wurden 895 Millionen mobile Geräte ausgeliefert und eben nur noch 400 Millionen PCs. Das ist für 2015 prognostiziert gewesen, dass 2015 der Tipping Point ist, wo erstmalig mehr mobile Endgeräte im Markt verkauft werden als PCs. Wir sind sehr froh, dass wir die PCs deswegen auch schon seit 2005 nicht mehr in unserem Portfolio haben. Es war eine richtige Entscheidung. Aber es zeigt natürlich auch, dass wir eine gesellschaftlich total andere Akzeptanz von neuen Geräten haben, als das, was man mal 2008, 2009, 2010 ja auch mit schlauen Menschen prognostiziert hat. Und das führt natürlich auch dazu, dass sich Ausgaben vehement shiften, Investitionen vehement in andere Bereiche laufen. Laut Bitkom telefonieren in Deutschland 63 Millionen Deutsche mobil. 40% aller deutschen Mobilfunknutzer ab 14 Jahren besitzen ein Smartphone. Man sagt, dass manche davon auch mit dem telefonieren. Ansonsten wird dieses Smartphone eigentlich inzwischen überwiegend benutzt, um Zugang zum Netz zu haben, ins Internet. Also das heißt, auch dort hat sich ganz rasant in wenigen Jahren eine völlig andere Verhaltensweise und Kommunikationsweise entwickelt, die jetzt natürlich heißt, die müssen wir als Anbieter und als Strategen in unserer Unternehmen überlegen, was bedeutet das für unsere Produkte, Angebote, Servicedienstleistungen, aber was heißt es auch für die nächste Generation an Arbeitnehmer, die ja auch mit einem ganz anderen Verhalten hier mit reinkommt. Bei uns wird dann diskutiert, wir erlauben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ihre eigenen Geräte mitzubringen, um eben auch von dem, was sie privat tun, auch im Umfeld, zu profitieren, sie nicht umlernen zu müssen oder neu ausbilden zu müssen. Wir nennen das Bring Your Own Device, auch, sage ich mal, dort eine Akzeptanz zu offerieren, dass man eben in einer so vernetzten Welt auch nicht mehr bei jedem einzelnen Vorgang hundertprozentig entscheiden kann, ist er denn jetzt hundertprozentig privat oder ist er denn jetzt hundertprozentig geschäftlich, Dinge verschmelzen. Und so sehen wir auch, dass natürlich das Thema der Mobilität eine großartige Möglichkeit ist, gerade für Frauen, das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben viel, viel besser zu unterstützen, weil natürlich auch in einer mobilen Arbeitswelt die Flexibilität, sich den Tagesablauf, die Woche oder welche Zeit auch, Spanne auch immer, sich etwas anders nach den eigenen Prioritäten zu organisieren, zumindest in unserer Branche steigt. Ich akzeptiere natürlich dort, wo man noch gefestigte Arbeitsprozesse hat und Arbeitszeiten hat, weniger. Aber man sieht ja in viel, viel mehr Unternehmen, dass dort, wo die Wissens- und die Erfahrungsarbeit in den Vordergrund tritt, dass dann eben auch Mobilität und Flexibilität anders organisiert werden kann. Und ich glaube, dass das eben auch einer der Treiber werden kann, dass eben junge Frauen in Zukunft, auch wenn sie sich entscheiden, in die Familie oder in die Kinder zu bekommen, dass sie dann die Chancen nutzen, das eben besser zu vereinbaren.
Wir erkennen heute immer noch leider auch bei uns im Unternehmen, dass es doch noch überwiegend die Frauen sind, die sich dann entscheiden, in die familiäre Pflege zu gehen und nicht die Männer. Ich meine, da kann ich Ihnen nur recht geben. Da können wir als Unternehmer einen großen Beitrag leisten, aber letztendlich muss das auch eine gesellschaftliche Diskussion werden. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, wir sprechen ja heute auch von einer ganz anderen Lebenszeitplanung. Ja, die Arbeitszeit ist länger. Es wird nicht nur Phasen geben, wo es um die Kindererziehung geht. Ich habe zunehmend Diskussionen mit einigen meiner Mitarbeiter, die um eine Auszeit gehen, weil sie sich um die Pflege der Eltern kümmern oder eben eines Familienangehörigen, der eben jetzt darauf angewiesen ist, dass er zu Hause Unterstützung bekommt. Also das heißt, das gilt nicht nur am Anfang einer Karriere, sondern wenn wir bis 67 und vielleicht auch irgendwann mal noch länger arbeiten werden, welche anderen Phasen dazwischen drin wird es denn geben, wo wir gefordert sind, als Unternehmer Flexibilität zu offerieren. Ja, ich sprach von den Big Datas, die entstehen, die zu verarbeitende Datenmenge, die eben radikal anwächst. Man spricht hier von Petabyte und Zettabyte, also es sind Zahlen mit so vielen Nullen, die man eigentlich gar nicht mehr anders aussprechen kann. Aber Sie können davon ausgehen, dass wir alle 2 Jahre eine Verdoppelung der Datenmenge haben, was natürlich nicht nur maschinenerzeugte Daten sind oder wie das bei uns so schön heißt, strukturierte Daten, sondern wir sprechen von den ganzen Daten, die Sie im Netz haben. Mal schauen Sie mal an, wie viele Firmen heute eigentlich ihre Produkte in YouTube im Netz bewerben oder wo Kunden dann über Austausch, über Videos Erfahrungen teilen, plus was Sie vorher sagte, also die ganze Einbindung von vernetzten Geräten in diese Datendiskussion. Und wir arbeiten hier in Deutschland daran, eben diese Daten zu nutzen, auf der einen Seite mit Kunden daran zu arbeiten, wie kann man ein intelligenteres, kundenzentrisches Geschäftsmodell aufbauen. Aber vor allem bringen wir uns hier in Deutschland ein, wenn es um die Fragestellung geht, welchen Beitrag kann intelligente IT leisten, wenn wir über die Herausforderungen in unserem Verkehrssystem diskutieren, wenn wir über die vor uns stehende Aufgabe der Energiewende stehen oder eben auch der Fragestellungen, wie müssen denn intelligente Lösungen im Gesundheitssystem aussehen, wenn wir von einer alternden demografischen Gesellschaft sprechen, welche technischen Möglichkeiten gibt es, dort eben ganz, ganz andere Angebote zu offerieren. Von daher glaube ich persönlich, wie auch wir als Unternehmen, dass wir eigentlich als Gesellschaft gerade vor einem ganz enormen Innovationsschub stehen, wenn wir die Chancen nutzen und eben daraus über neue Lösungen nachdenken. Es gibt intelligentes Gebäudemanagement, wir sprechen über Smarter Cities. Sehr schön, wenn Sie nächstes Jahr dann in Dortmund sind. Sie haben bei uns in der Smarter City Challenge mitgearbeitet, weil Sie eben auch auf dem Weg waren zu überlegen, wie können Sie sich als Stadt neu positionieren oder eben, wie gesagt, intelligente Lösungen zum Thema besseres, effizienteres Energiemanagement in der IT, aber genauso entlang der gesamten Geschäftsprozessketten in jedem Unternehmen. Also, was möchte ich Ihnen mitgeben? Ich persönlich glaube, die Zeit ist reif und wir haben eine tolle Zukunft vor uns. Soziale, vernetzte Plattformen. Wir haben die Möglichkeit, sehr einfach und sehr schnell mit dem richtigen Know-how, mit der richtigen Expertise zu kommunizieren. Wir werden keinen Mangel an Daten, an Informationen, an Insights haben. Und diese Entwicklungen werden uns als Gesellschaft die Möglichkeit geben, grundsätzliche Herausforderungen anders, gesamtheitlicher, systemischer anzugehen. Und ich denke, das sind spannende Berufsbilder, das sind spannende Aufgaben, denen man sich im Berufsleben widmet. Das Zweite ist, wie ich erwähnt habe, wir werden völlig neue Formen, andere Formen, einfachere Formen in der Arbeitswelt erleben. Nicht nur, wie sie im Unternehmen arbeiten, sondern wie man eben auch über Unternehmensgrenzen die Zusammenarbeit vereinfachen kann, flexibilisieren kann, zeitlich entzerren kann, was dann hoffentlich der zweite Winning Faktor ist, neben dem, dass ich sage, die Aufgabe ist spannend interessant, der zweite Faktor, die es eben hilft, Familienleben, Privatleben und ein Berufsleben und auch eine Karriere im Berufsleben
besser zu vereinbaren, besser orchestrieren zu können, sich dort die Freiräume besser gestalten zu können. Und von daher werde ich auch weiterhin in meiner Aufgabe und in meiner persönlichen Überzeugung eine Fürsprecherin zu sein, dass wir Frauen brauchen in den Bereichen, dass wir uns anstrengen müssen, junge Schülerinnen früh anzusprechen auf die Attraktivität, die man in MINT-Fächern sich erwerben kann und eben zukünftig in den relevanten Bereichen überhaupt eine Chance haben, sich mit einzubringen. Und ich freue mich, wenn wir da gemeinsam die Striche und die Kräfte und die Hebel nutzen, das zu ermöglichen, nicht nur in den Unternehmen und in den Zirkel hier. Ich muss sagen, ich habe natürlich jetzt auch viel gelernt, wie man auf ein Logo nochmal ganz anders schauen kann, sondern natürlich auch die Impulse, die wir ausgeben, weil ich gebe Ihnen recht, es gibt noch viel zu viele Organisationen, die das Thema vielleicht auf ihrer Agenda haben, aber wenn das Thema nicht Bestandteil der Führungskultur und wenn das Thema nicht Bestandteil des Leadership-Managements und der Anforderung an das eigene Management-Team wird, dann erreichen wir eben nichts. Das ist genauso, eine Quote löst nicht den Anteil von Frauen, wenn die Spitze dann nicht auch dahinter steht und mit sichtbaren Zeichen und Impulsen der Organisation auch ganz klar vermittelt, das, was ich sage, das unterstütze ich auch, das supporte ich auch, dahinter stehe ich. In dem Sinne wünsche ich Ihnen einen spannenden, interessanten Tag hier, gute Diskussion auch mit den Podiumsteilnehmern und danke für